Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über ganz interessante Begebenheit sprechen. Also wie zu einem Moment brauchte Jesus Geld und er hatte das Geld nicht. Und dann sagte Petrus, gehe, schmeiß also das Angel, also im Meer und der Fisch, den du auffangen wirst, in seinem Mund wird das notwendige Geld sein. Ja, so viel Fantasie und ja, hat Gott in unserem Leben. Danke, Jesus, für diese Geschichte. Ich lese Matthäus 17. Da sie nun gen Kapernaum kamen, gingen zu Petrus, die die Zinsgroschen einnahmen und sprachen, pflegt euer Meister nicht, den Zinsgroschen zu geben? Er sprach ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was denkst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf der Erde den Zoll oder Zins? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus, von den Fremden. Jesus sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Auf das aber wir sie nicht ärgern. So gehe hin an das Meer und wirf die Angel. Und den ersten Fisch, den du herausfährst, den nimm. Und wenn du seinen Mund auftust, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihnen für dich und für mich. Ja, so eine ganz interessante Geschichte. Ja, es war eine Gelegenheit, hier waren sie nicht vorbereitet. Sie hatten kein Geld. Oft haben sie Geld, weil wir lesen, also Judas hatte auch einen Geldbeutel, da gab es auch Geld. Da gab es auch welche Frauen, reiche Frauen, die haben immer wieder also Geld gebracht oder notwendige Dinge zum Essen, zum Trinken, zum Leben. Es waren immerhin 12 Jünger, Jesus. Manchmal waren noch andere Leute dabei, die alle brauchen was zum Essen, zum Kleiden und so. Und da gab es auch genug, so wie wir das so lesen. Dieser Moment war aber so, da irgendwie hatten sie kein Geld und mussten dieses Zoll zahlen. Und dann kommt Petrus und ja, sollen wir zahlen, wie, ja. Und dann sagt Jesus, schau mal, von wem nehmen sie das Geld? Nehmen sie es von den eigenen oder den Fremden? Von den Fremden. Eigentlich, wir müssten das nicht zahlen. So hat er das gesehen. Aber das kein Ärgernis, zahlen wir schon. Gehe hin, schmeiß deine Angel ins Meer und dort wird der Fisch fangen und in dem Mund vom Fisch wird das Geld liegen. Petrus geht und es wurde auch so. Was mir hier so wunderbar erscheint, das ist die Fantasie Gottes. Die Fantasie Jesus. Er geht einfach und einen unmöglichen Vorfall, also dass man, ich weiß nicht, im Fisch dieses Geld findet und gerade so viel, wie viel man braucht, das ist schon ein großes Wunder. Aber der hat genug Fantasie und immer eine Hilfe auch zu schaffen. Und das heißt, dass wenn wir auch in Geldnot sind oder in einer schwierigen Situation, wir müssen zahlen, wird der Herr uns auch eine Möglichkeit geben. Ja, oder müssen wir uns, wenn wir nicht vorbereitet sind, so wie es manchmal passiert. Ich erinnere mich da an die Fahrt von Bruder Wilhelm Ebel. Der war 16 Tage im Kaukasus, in Tiflis. Und der konnte hier auch das Evangelium, die Lehre der Gemeinde Gottes weitergeben. Das sind Männer, die ihm auch jedes Mal zugehört haben. Und dann ist auch sowas, also die Gemeinde ist entstanden in Kaukasus, ja, durch diese 16 Tage. Nach 16 Tagen muss er abreisen. Und er geht, es war auf dem Zug, ja, oder, ja, er kam zur Kasse. Wahrscheinlich haben die Brüder ihn gebracht dorthin und er hatte aber kein Geld. Und er geht hier näher zur Kasse, er betet, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich, könnte er bei den Brüdern bitten Geld, die hätten ihm auch geholfen, aber er hat es nicht getan. Und dann, wo es so zwei, drei Leute blieben zur Kasse, kommt jemand und sagt, ja, mir liegt so vom Herzen, dir Geld zu geben, so viel soll ich dir geben. Und er gibt ihm das Geld und es war gerade so viel, wie viel notwendig war für diese Fahrt, die Wilhelm Ebel jenes Mal gebraucht hat. Ich habe in meinem Leben schon oft auch in Situationen, wo ich nicht wusste, wie. Es waren auch Zeiten, wo es schwieriger mit Geld war. Und dann hat der Herr Möglichkeiten gegeben, gerade beim Haus, von unserem Bauen vom Haus, von Hilfe in Mission. Manchmal will man jemandem helfen und erreicht das Geld nicht. Auf einmal schickt dir jemand Geld. Und mir ist es so immer interessant, dass Jesus hat immer Lösungen. Er gibt Lösungen und wir sollen ihm nur vertrauen, denn das ganze Geld ist in seinen Händen. Wir sollen vertrauen und er wird im notwendigen Moment uns geben. Er sagt, dass die sich nicht ärgern. Gib es und mach es so. Und dann findet sich das Geld wo? In einem Fisch.
Oh Jesus, du siehst, wir sind oft auch mit solchen Gelegenheiten verbunden, wo wir auch zahlen müssen, wo wir etwas tun müssen, wo wir es nicht haben, Jesus. Und dann wissen wir, du hast genug Fantasie, du hast viel Weisheit. Du wirst uns helfen, dass wir aus jeder Situation rauskommen und dass letztendlich dein Name verherrlicht wird, denn du bist der Herr. Wir vertrauen dir, denn du bist stark und du hast so viele Fantasie, so viele Möglichkeiten. Und ich danke dir, dass wir so einen starken Herrn haben und dass er weiß, jede Situation, und er lässt uns nicht im Stich und hilft uns immer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.